Hey, ich bin Hort und das ist mein Bruder Dog und zusammen sind wir Hort Dog. Wir machen heute zusammen ein kleines Experiment und zwar gucken wir mal, was uns besser schmecken könnte. Und zwar machen wir heute Bio versus Fast Food. Ich zeige euch gleich ein paar Sachen, die natürlich Bio sind und mein Bruder hat genau die gleichen Sachen geholt, die natürlich Fast Food sind. Stimmt's? Ja, was guckst du mich an? Ne, schon gut. So, wir wollen das gleich mal testen. Also, macht euch bereit. Ich suche mir erstmal das erste raus. Also, ich habe euch was mitgebracht und zwar zum Beispiel haben wir hier schon mal ein Hühnchen. Ja, schon mal ein normales Bio-Hühnchen. Okay, so, du kannst dann natürlich jetzt erstmal weggehen, Hühnchen. Kusch. Genau. Dich essen wir gleich später. So, ansonsten habe ich dir noch was mitgebracht und zwar gibt es noch ein leckeres Bio-Schwein habe ich dir mitgebracht. Alles natürlich ganz frisch und Bio. So, zum Ende habe ich dir noch was anderes mitgebracht und zwar ein Kaninchen. Ja, so süß sah das aus. Da dachte ich mir, Mensch, für dieses Experiment ist es genau das Richtige. So, mein Bruder zeigt dir jetzt nochmal die gleichen Sachen, nur halt in der Fastfood-Variation, wie wir so eigentlich sonst konsumieren. Ja, also ich habe denn heute hier erstmal, Schwein mitgebracht. Das lag da im Tiefkühlregal. Ja, habe ich mal mitgenommen. So, dann habe ich noch Chicken Wings von McDonald's gefunden. Am McDrive, ja, ist halt so. Und, ja, zum Schluss noch ein Kaninchen. Das ist eine Karotte. Ja, ein Kaninchen. Okay, und dann noch ein Kaninchen. So, wir wollen das Ganze gleich mal essen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Fastfood. Ja, okay, mit dem Fastfood zuerst. Also, gut, was wollen wir zuerst nehmen, Bruder? Ich würde mal sagen, wie wäre es mit dem Kaninchen zuerst? Mit einem Kaninchen? Ja, okay. Und wie schmeckt sie, Bruder? Warte, ich nehme auch noch ein bisschen. Ja, viel Vitamin. Ja, ne, ist auch gar nicht mal so schlecht, Bruder, oder? Jetzt das Schwein. Okay, warte. Nicht so schnell. Ich finde das gar nicht so schnell. Ah, hier. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja, und jetzt das Hühnchen. Bruder. Okay, ich nehme jetzt auch noch das Hühnchen. Wir müssen ja immer alles gleich essen. So, wartet. Ich muss das immer jetzt finden. Ist so schnell. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja, jetzt Bio. Ich kann mir gar nicht sagen, wie das schmeckt. Bio. Ja, okay. Mein Gott. Gut, dann machen wir jetzt das Bio. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an. Was nehmen wir? Hühnchen. Okay, das Hühnchen zuerst. So, komm, wir testen mal, wie schmeckt uns das? Also, ja, leicht im Abgang. Ist fedrig. Ja, ich weiß, ist fedrig, aber ist leicht im Abgang. Okay, als nächstes würde ich mal sagen, Kanickel. Na gut, das Kanickel, Bruder. Oh, das ist weg. Warte, ich hole es uns. Ey, ist nicht alles alleine. Ja. Und wie schmeckt es? Luftig. Ja, okay. Und zum Schluss testen wir noch das Schwein. Ah, das Schweinchen. Hey, wo willst du hin? Vom Tisch runter? Es gilt ja noch die 3-Sekunden-Regel. Man weiß es ja. Oh, das will zu dir. Das schmeckt gut. Ey, jetzt hast du mir gar nichts abgegeben. Wie machen wir noch eins? Ah, na komm her. Das ist nie gekommen. Ja, war gut. Also, Bruder, wie fandst du die Challenge? War das nicht ein Experiment? Ja, gut, ein Experiment. Gut. Ja, okay. Also, ich kann nur sagen, Fazit, Bio schmeckt schon ein bisschen gut, aber Fastfood kann man auch nicht nein sagen, aber ich finde Bio besser. Was meinst du? Ja, hast du recht. Okay, ja. Gut, dann sind wir heute hiermit fertig. Ich würde sagen, von meiner Seite war es, von dir, Bruder, auch. Was guckst du mich jetzt an? Schon gut. Okay. Los, Leute. So, Leute, das war's also heute von uns. Ich hoffe mal, beim nächsten Experiment seid ihr auch wieder dabei. Wir gucken mal, was wir denn wieder machen. Und ansonsten, ne? Ciao. Ciao.